Sag dem Captain, dass ich auf die Brücke zurückkehre, sobald ich diesen Botengang erledigt habe. Ja, Ma'am. Schön, euch an Bord zu haben. Ich bin Lieutenant Silas, stellvertretende Kommandantin der Black Talon. Wir bringen euch nach Dromon Kaas. Das Schiff sollte ausreichen. Wie lange, bis wir den Planeten erreichen? Nicht länger als ein Tag. Die Black Talon fliegt diese Route regelmäßig, ohne Probleme. Wir sind normalerweise ein Transporter. Ich möchte im Namen aller hier noch erwähnen, dass es eine Ehre ist, den Sith und der Korriban-Akademie zu dienen. Betrachtet euch als unser Gast. Aber natürlich, nur zu. Ich will euch nicht länger aufhalten. Wenn wir im Dromund-System eintreffen, lasse ich es euch wissen. Ach übrigens, euer Druide ist im Konferenzraum. Wir haben ihn mit den Verbesserungen von Geonosis aufgenommen. Als wir hier andockten, sprach er von euch. Wenn mein Droide wartet, dann sollte ich mal nachsehen, was er von mir will. Ihr könnt euch jederzeit an die Besatzung wenden, wenn ihr etwas benötigt. Ich bin auf der Brücke. Und ihr Soldat, wenn ihr fertig seid, hier Ehrenwache zu spielen, geht auf euren Posten zurück. Das ist hier keine Luxusjacht. Ja, Ma'am. Identität bestätigt. Guten Tag. Ich bin die fortschrittliche Protokolleinheit NR02. Meine Aufgaben sind Diplomatie, Übersetzung, Totschlag und Verleumdung. Ich habe eine dringende Mitteilung von meinem Herrn für Sie. Halten Sie sich für die Zustellung bereit. Ich höre aufmerksam zu. Hier Einheit NR02 für Groß Moff Kilran. Sie haben jetzt Kontakt zur Black Talon. Ausgezeichnet. Und du hast mir genau die Person gebracht, die ich gesucht habe. Mein Name ist Rikus Kilran. Ich bin Kommandant der 5. Flotte, direkt dem Kriegsminister unterstellt und, was mir persönlich am besten gefällt, der sogenannte Schlechter von Coruscant. Stimmt etwas mit dem Hologramm nicht, oder soll euer Gesicht wirklich so aussehen? Die Narben. Das ist ein Geschenk eines alten Jedi-Freundes. Ich bemerke sie fast gar nicht mehr. Vor 6 Stunden hat die Republik ein paar illegale Übergriffe am Rande des imperialen Raums unternommen. Ein feindliches Kriegsschiff ist entkommen. Das Kriegsschiff, die Brentar Star, hat einen Passagier von hoher strategischer Bedeutung an Bord. Und euer Schiff ist das einzige, das sie abfangen kann. Dann lässt sich nichts machen. Da liegt ihr falsch. Lasst es mich erklären. Der Passagier des Kriegsschiffs hat den Codenamen Der General. Wir kennen seine Identität nicht, aber die Republik glaubt, er besitzt Militärgeheimnisse. Unsere Geheimnisse. Ich glaube den Berichten. Der General muss gefasst oder getötet werden. Captain Orsic, der Kommandant eures Transporters, teilt meinen Enthusiasmus nicht. Er hat sich meinen Angriffsbefehlen widersetzt. Ihr dürft ihm gerne zeigen, was das Imperium von Feiglingen hält. Übernehmt dann sein Schiff, sucht die Brentar Star und kümmert euch um den General. Das ist keine einfache Aufgabe, wisst ihr? Es sind auch keine einfachen Zeiten. Unser jahrtausendealter Krieg gegen die Republik brodelt weiter, während wir uns mit Gefechten und Grenzstreitigkeiten aufhalten. Und trotzdem dürfen wir nicht unachtsam werden. Verräter wie euer Captain und Bedrohungen wie der General müssen beseitigt werden. Ich werde zur Brücke vorgehen. Sobald wir Captain Orsic beseitigt haben und die Übernahme erfolgreich war, können wir zur Brentar Star. Ausgezeichnet. Ich fahre fort. Dreh
Tretet bitte zur Seite. Halt! Dies ist Sperrgebiet. Auf Befehl von Captain Orsig. Ihr müsst sofort von hier verschwinden. Entschuldigung, aber ich weiß nicht genau, wo ich eigentlich bin. Dies ist die Einstiegsschleuse zum Kommandodeck. Niemand darf hinein, bis wir das Ziel erreichen. Die Zeit ist knapp. Wir müssen sofort weiter zur Brücke. Wir haben den Befehl, jeden hier als Angreifer einzustufen. Nehmt euren Droiden und verschwindet. Ich trete zurück. Es gibt keinen Grund, so nervös zu sein. Unser Fenster zum Abfangen der Brenthalsstar wird kleiner. Leite erforderliche Maßnahmen ein. Blaster raus! Angriff! Angriff! Wir müssen sofort zur Brücke. Falls Sie sich um den Verlust von Leben sorgen, ich kann Ihnen versichern, der Tod aller verletzten Crewmitglieder wird strategisch unbedeutend sein. Gucken, ob ich...
Alle Marines wurden neutralisiert. Suche nach weiteren Bedrohungen. Was ist hier los, Sir? Ganz ruhig, Fenrich. Alle ruhig bleiben. Keine Bedrohungen entdeckt. Die Brücke ist jetzt sicher. Wer trifft hier die Entscheidungen? Ich bin Captain Revinal Orsic. Ich denke, ich weiß, was hinter all dem steckt. Nur fürs Protokoll. Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Handlungen. Ich verstehe, Captain. Dann kann zumindest die Besatzung jetzt aufatmen. Wenigstens ist es etwas wert. Ihr seid auf Wunsch des Moffs hier, oder? Ihm muss sehr am Passagier der Brentalstar gelegen sein. Vielleicht hasst er mich auch bloß. Die Black Talon würde bei der Verfolgung eines Kriegsschiffes zerstört. Ich habe schon in diesem Krieg gekämpft. Und ich werde es wieder tun. Aber nicht mit einer Selbstmordmission. Eine Selbstmordmission ist es, eure Vorgesetzten zu ignorieren. Der Captain ist tot! Der Captain ist tot! Ruhe! Ihr habt unsere volle Aufmerksamkeit. Was sollen wir tun? Lasst euch das eine Lektion sein. Eure einzige Hoffnung, hier lebend rauszukommen, ist vollständige Treue. Ja, ich verstehe. Verstanden. Nach Artikel 27a der imperialen Militärvorschrift wurde das Kommando dieses Schiffes rechtmäßig übertragen. Neue Befehle werden auf Ihre Konsolen übertragen. Priorität 1, die Brentalstar abfangen. Bokara, hört auf den Druiden und bereite den Sprung auf Lichtgeschwindigkeit vor. Verlassen jetzt den Hyperraum. Ein Kriegsschiff der Tranta-Klasse erscheint auf den Scannern. Fahren Waffen und Schilde hoch. Der Feind feuert. Turboleser, Raketen und etwas, das wie Transportkapseln aussieht. Ich bin mir nicht sicher. Die Kapseln sind nur Ablenkung. Feuer erwidern und auf die Energiegeneratoren zielen. Wenn sie beschädigt sind, wir aber nicht, sind wir im Vorteil. Lieutenant, Captain Silas, der Technikbereich meldet Blasterfeuer. Dann ist die Verbindung abgebrochen. Die Gefahr macht die Sache erst interessant. Verdammt, das scheint ein Enterversuch zu sein. Wenn Sie im Technikbereich sind, könnten Sie das Schiff zerstören. Bei allem Respekt, ich schlage vor, ihr kommt ihnen da unten zur Hilfe. Das wird ein Kinderspiel. Ich gebe der Sicherheit Bescheid. Und keine Sorge, wir lassen den republikanischen Abschaum nicht entkommen. Thank you.
Warnung. Sekundäre Energiesysteme beschädigt. Unwichtige Systeme eventuell inoperabel. Zusätzliche Sicherheitskräfte im Frachtbereich für Eindämmungsmaßnahmen erforderlich. Bitte reagieren. Silas, wenn ihr das hören könnt, kehrt bitte zur Brücke zurück. Wir brauchen euch. Thank you.
Schadensberichte von allen Decks. Noch halten wir uns, aber ich weiß nicht, wie lange noch. Haltet weiter durch, Fähnrich. Euer Leben und eure Karriere hängen davon ab. Alarmbereitschaft. Großmoff Kilruns Abgeordneter ist zurück. Glückwunsch. Die Sicherheit berichtet, dass die Sabotagedroiden zerstört wurden. Wie ist die Lage? Bitte tötet uns nicht! Schweigt, Fähnrich, oder ich werde euch töten! Wir haben die äußeren Verteidigungen der Brenthal Star durchdrungen. Der nächste Angriff kommt erst, wenn wir auf Jägerentfernung sind. In 1 bis 2 Minuten. Eine Übertragung. Langstrecke. Es ist eine Nachricht. Aber sie kommt nicht von der Brenthal Star. Bitte durchstellen, Fähnrich. Hier spricht Jedi Großmeisterin Satil Shan an das nicht identifizierte imperiale Raumschiff. Ich bin mit 16 Schiffen der Republik auf dem Weg zu euch. Ich rate euch, euch zurückzuziehen, bevor noch mehr mit dem Leben bezahlen. Welch erfreuliche Begegnung. Ich bin froh, dass ihr zur Vernunft kommt. Lasst uns diesen Konflikt gemeinsam beenden. Die Brenthal Star steht unter meinem Schutz. Mein Konvoi ist in einen Hinterhalt geraten und ich schickte dann die Star voraus. Wir stoßen wieder zusammen. Ich habe gerade erst 3 imperiale Schlachtschiffe vernichtet. Ich möchte euch nicht töten. Der Frieden zwischen der Republik und dem Imperium ist zerbrechlich. Sagt der Brenthal Star, dass sie den General ausliefern soll. Niemand muss verletzt werden. Der General hat eine Aufgabe innerhalb der Republik. Solche Vorfälle ereignen sich in der ganzen Galaxis, aber nur, wenn wir es zulassen. Überlasst mir die Brenthal Star. Falls nicht, dann möge die Macht mit euch sein, denn die Männer und Frauen an Bord werden euch in Schach halten, bis wir eintreffen. Und ihr werdet besiegt. Das werden wir noch sehen. Übertragung beenden. Bestätigt. Beende die Übertragung. Sind auf Jägerentfernung. Die Brenthal Star startet die erste Staffel. In Ordnung. Wir sind nah genug, um ein Überfallkommando zu entsenden. Ich denke, ihr geht selber. Jetzt wird sich zeigen, wozu Sith in der Lage sind. Bevor ihr startet, solltet ihr etwas wissen. Der Großteil der Marines steht hinter euch. Aber wir mussten ein paar exekutieren, weil sie nicht kämpfen wollten. Sie hatten Panik nach dem, was mit dem Captain geschehen war. Tot sind sie jetzt trotzdem. Wir haben ihre Ausrüstung geborgen. Sie gehört euch. Wir geben unser Bestes, um euch zu dienen. Das schwöre ich. Ihr habt euch bislang tapfer geschlagen. Weiter so und alles wird gut. Ignoriert ihn. Ich werde dafür Sorge tragen, dass er euch künftig keinen Ärger macht. Ich rate Ihnen, dass Sie zur Fährenrampe gehen. Der Flug zur Brenthal Star könnte gefährlich werden. Aber Großmoff Kilruan hat vollstes Vertrauen in Ihre Fähigkeiten. Thank you.
Wenn ich sterbe, dann werde ich als Geist. Ich werde gucken, ob noch alles an mir dran ist. Protokolleinheit NR02. Ich hoffe, Sie können diese Nachricht verstehen und dass Sie einen störungsfreien Flug hatten. Bitte halten Sie sich für Sicherheitskoordinator Fähnrich Bukhara bereit. Die Marines sind auf dem Weg. Sie folgen euch rein und sichern dann jede Kreuzung, die ihr sichert. Lasst euch nur nicht zu viel Zeit. Wir sind kein Militärschiff. Mehr als das können wir euch nicht bieten. Ich bin hiermit gewarnt. Ich habe die Kommunikation der Brenthal Star gescannt und das Sicherheitspersonal scheint die Rettungskapseln schützen zu wollen. Es ist äußerst wahrscheinlich, dass die Crew den General evakuieren möchte. Sie müssen ihn ergreifen oder ausschalten, bevor er entkommen kann. Das wird im Handumdrehen erledigt. Ausgezeichnete Neuigkeiten. Ich melde mich wieder, wenn sich die Situation ändert. Greifen Sie alle Verteidigungspunkte zwischen Ihnen und dem Ziel an. Kommandanten der Sondereinheiten, erweist mir etwas Respekt. Oh.
mich also vor nichts zurück. Ah! Ein Teil von mir hat sich gewünscht, dass ihr an Bord dieses Schiffes kommen würdet. Thank you.
Die Rettungskapseln sind nicht weit. Ihr könnt es alleine schaffen, General. Und was wird aus euch? Ich stelle mich meinem Schicksal. Geht jetzt, mein Freund. Bleibt, wo ihr seid. Ich bin Yadira Ban, Padawan des Jedi-Ordens. Meine Aufgabe ist es, den General zu beschützen. Und ich lasse euch nicht passieren. Gib auf. Gib mir, was ich will. Dann lasse ich dein Schiff unversehrt. Das kann ich nicht tun. Ein Jedi überlässt niemals Unschuldige in den Händen des Bösen. Ich habe sogar vor, euch Meter für Meter zurückzudrängen, wenn es denn sein muss. Genauso wie die Republik das Sith-Imperium immer tiefer in die Galaxis drängt. Mich schüchtert niemand ein. Ich muss euch auch keine Angst machen. Ich muss euch nur besiegen. Und das werde ich. Ihr könnt fortlaufen oder einfach hierbleiben. Aber weiter lasse ich euch nicht. Ihr werdet nicht gewinnen. Das schwöre ich euch. Thank you.
werdet nicht gewinnen. Das schwöre ich euch. Ihr werdet nicht gewinnen. Das schwöre ich euch. Ihr werdet nicht gewinnen. Das schwöre ich euch. Ihr könnt die Waffen weglassen. Ich werde nicht fliehen. Außerdem bezweifle ich, dass ich es zu einer Rettungskapsel schaffe, ohne meine Eingeweide zu verlieren. Ich könnte dafür sorgen, dass ihr eure Eingeweide verliert. Ich brauche euch nicht lebendig. Ich bin mir der imperialen Vorgehensweise bezüglich meiner Person durchaus bewusst. Ich war General im imperialen Militärdienst. Haben Sie euch das gesagt, als Sie euch hierher schickten? Wussten Sie das überhaupt? Glaubt ruhig, was ihr wollt. Das ändert nichts an eurem Schicksal. Wenn ihr wüsstet, was ich weiß, würdet ihr verstehen. Wenn ihr hören würdet, was beide Seiten beabsichtigen, würdet auch ihr keinen neuen Krieg wollen. Sie entwickeln Waffen für den jüngsten Tag. Schilde, die ganze Planeten umschließen. Raketen, die die Sonnen verdunkeln. Republik und Imperium wollen ganze Welten vernichten. Zivilisationen auslöschen. Es wird anders als alles, was die Galaxis seit dem großen Hyperraumkrieg gesehen hat. Und es gibt kein Zurück mehr. Der sogenannte Friede ist bereits verloren. Ich habe genug davon gehört. Ja, ich sollte nicht erwarten, dass euch das kümmert. Nun habt ihr mich.
Mich, meinen Bauch voller Blut, mein Implantat voller Kybernetikgeheimnisse und gestohlener Pläne. Was habt ihr nun vor? Lebend bringt ihr mir nichts. So soll es sein. Wir sind ohnehin alle so gut wie tot. Protokolleinheit NR02. Wenn Sie diese Nachricht empfangen, rate ich Ihnen dringlich, so schnell wie möglich zur Brenntal Star zurückzukehren. Gibt es irgendwelche Probleme? Es gab einen Unfall auf der Brücke. Ihre Taktiken haben für so einige... Idioten! Wir werden doch alle getötet! Möchten Sie sich unser Inventar ansehen? Vielen Dank für Ihren Besuch. Willkommen zurück. Ich bin erfreut, dass Sie unversehrt sind. Ich entschuldige mich für den Zustand der Brücke. Wie ich vorhin schon berichten wollte, gab es einen Unfall.
Du sagst mir besser, was hier passiert ist, sonst werde ich ungehalten. Manche der Crewmitglieder waren äußerst beunruhigt durch ihr Verhalten. Fähnrich Hetter hatte Sorge, sie würden jeden töten, der Mission nicht dienlich ist. Eine Gruppe Offiziere wollte vom Schiff fliehen, bevor sie zurückkehren. Lieutenant Silas hatte Einwände und es kam zu einem Feuergefecht. Es gab viele Verluste, aber keine Sorge. Ich bin problemlos in der Lage, das Schiff zurück nach Drumund Cass zu steuern. Hättest du sie nicht aufhalten können? Ich sah keine Effizienz darin, zu intervenieren. Groß Moff Killrun erwartet sehnlichst ihren Bericht. Soll ich ihn durchstellen? Aber sicher. Nur zu. Ich öffne den Kanal. Wie gut, dass ich meine Freunde an Bord der Black Talon erreichen kann. Der Druide hat mich über eure Arbeit unterrichtet, aber ich wollte es gern von euch selbst hören. Wie verlief der Angriff? Was gibt es da zu erzählen? Ich habe erledigt, was ihr wolltet. Bitte antworten Sie dem Großwurf adäquat. Bitte, ich bin guten Mutes. Heute gibt es keinen Grund, verbittert zu sein. Ihr könnt stolz sein. Dies ist nur eine von vielen Operationen, die wir in der ganzen Galaxis abwickeln. Ein neuer Anfang des Krieges. Der General war eine der wichtigsten Waffen, die die Republik besaß. Ein Überläufer. Ihr habt ihn aus den Händen des Feindes entrissen. Ich werde das nicht vergessen. Und ich sorge für eure Belohnung. Es wird kein nächstes Mal geben. Das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Oder? Aber meine Worte sind belanglos. Schon bald werdet ihr unsere Heimatwelt erreichen und mit eigenen Augen sehen, wofür ihr kämpft. Das sollte inspirierend sein. Genießt den Rest eurer Reise. Killrun Ende.